Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind in der Winterfeste angekommen, in dem Ort Winterfeste, und dort sollen wir jetzt den Einwohnern etwas unter die Arme greifen. Und dazu müssen wir am besten einfach mal mit den Einwohnern hier reden. Das heißt nämlich, wir sollen für den Jarl hier den Einwohnern helfen, damit er uns zum Tarnen macht. Und soweit ich da richtig informiert bin, müssen wir genau 5 Einwohnern helfen. Das sind ganz normale Quests, völlig egal welche. Aber wir müssen erstmal Quests bekommen. So, hier, die Schneebeere, die können wir einsammeln. Und ich würde sagen, die Lydia, die hat jetzt erstmal ausgedient. So, hier trennen sich unsere Wege, liebe Lydia. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Und diesmal geht sie wirklich. Aber ich will jetzt, wir haben jetzt so viele Folgen mit der Lydia zusammengespielt. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen Zeit hier für einen Einzelkämpfer wie mich. Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Ja, babbel mich nicht voll. Wir gehen da jetzt erstmal hier rein. Ich weiß jetzt nicht, wo das eine Kneipe ist. Frostiges Feuer, das hört sich doch nach Kneipe an. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier irgendwo ein paar Quests bekommen, die wir dann erledigen können, damit wir auch hier zum Tarnen gemacht werden. So, da sehe ich schon 2 Leute sitzen. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, wenn er etwas braucht, sagt es mir nur. Ich suche Arbeit, das klingt doch gut. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Schneespitzenlager. Da haben wir schon die erste neue Quest bekommen. Bis dann. Bis dann. Jo, bis dann. Können wir uns gleich mal betrachten hier. So, das ist wahrscheinlich unter Bücher geordnet. Die Frage ist nur, wie heißt das Ding jetzt schon wieder? So, ich soll das Nachricht, klingt ein bisschen komisch, ist es wahrscheinlich nicht. Notiz des Schachtsuchers, Kopfgeld. Ist das das Kopfgeld? Im Namen von Kurier an alle fähigen Männer und Frauen von Winterfeste. Die Banditen im Schneespitzenlager belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Malur Seelot. Okay, können wir mal gucken, ob wir das hier auf der Karte angezeigt bekommen. Beziehungsweise, wir können natürlich auch erstmal mit denen hier sprechen. Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts so, mehr zu haben tun. Wir da hier irgendwas? Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Sieht nicht so aus. Mal mit dem reden. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken. Okay, der will gar nicht mit uns reden. Zumindest haben wir jetzt eine Quest bekommen. Besser als nichts. Und jetzt will ich mal gerade gucken in meinem hier Journal. So, wo wir das haben hier. Verschiedenes. So, das können wir deaktivieren. Wir machen das hier. Töte den Banditenanführer im Schneespitzenlager. So, ist aktiviert. Müssten wir jetzt normalerweise angezeigt bekommen. Okay, das Einzige, was wir wieder angezeigt bekommen, ist, gib Malborn die Ausrüstung. Was wir nach unzähligen Folgen immer noch nicht getan haben. Aber es musste auch hier dieser Banditenanführer angezeigt werden. Schneespitzenlager. Da. Da ist das Schneespitzenlager. Wie kommen wir denn da am besten hin? Dämmerstern, von Dämmerstern aus. Oder von Festung Dunstadt. Ihr habt diesen Ort noch nicht entdeckt. Bla bla blub. Ja, das so nicht. Aber nach Dämmerstern können wir reisen. Dann machen wir das auch. Wir machen hier Stück für Stück eine Quest nach der anderen, bis wir genug erledigt haben und der Jarl uns zum Tarnen macht. Hallo und willkommen zurück. Ich schaue gerade mal, in welche Richtung wir jetzt loslaufen müssen. Also einfach nach Süden. Okay, müsste funktionieren. Wir haben jetzt leider kein Pferd mehr dabei. Ist auch egal. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich zu Fuß sowieso lieber. Aber gut, was soll's. Jawohl, genau richtig. Einfach hier geradeaus den Weg lang gehen. Wir können natürlich auch hin und wieder mal rennen. Also, wenn ich ehrlich bin, spiele ich in so Schneegegenden nicht so gerne. Ich hab's lieber, wenn es eine schöne Atmosphäre in sonniger Gegend ist. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt 35 Grad brauche oder so. Aber hier im Schnee, das sieht alles so ein bisschen mausgrau aus. Dabei hat Skyrim eigentlich so eine schöne Grafik, so eine schöne Landschaft. Und hier sieht fast so aus, als würde ich noch beim alten Schwarz-Weiß-Fernseher sitzen. So, komm, wir hauen die Wölfe hier weg. So, da war noch eine. Jawoll. So, die haben bestimmt Felle dabei. Jawoll, Wolfspelz kann man wieder schön verkaufen. Ich habe, bevor ich die Folge gestartet habe, nochmal geschaut.
Wir haben noch genug Platz im Inventar, ist also kein Thema. So, und wir rennen einfach mal weiter. Wir können natürlich auch mal hier den Schrei benutzen. So können wir auch ein bisschen Zeit sparen. So, was haben wir denn da vorne Schönes? Waren wir da schon mal? Sieht so aus wie eine kleinere Version von Stonehenge. Keine Ahnung, was es hier geben soll. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir da noch tiefer reinrennen, gucke ich erstmal noch auf die Karte. Aber okay. Achso, wir müssen hier... Ich bin ja bescheuert. Ich wäre jetzt beinahe zur Festung Dunstadt gelaufen. Obwohl, da könnte man natürlich auch mal einen Blick vorbeiwerfen. Einen Blick reinwerfen. Dann haben wir das nämlich auch auf der Karte und können dann in Zukunft schnell reisen. Also werde ich jetzt einfach weiter geradeaus laufen, bis wir den Ort entdeckt haben. Und dann biegen wir hier nach Osten zum Schneespitzenlager. So machen wir das. So der Plan. Und vielleicht haben wir Glück und der Winter verzieht sich hier bald. Ich glaube aber fast, es ist egal, was für eine Jahreszeit ist. In diesem Gebiet ist es immer Winter. Wäre ja auch komisch, wenn nicht, ne? So. Warum willst du mich hauen? Ja, ihr seht schon. Meinem Schwert ist hier nichts mehr gewachsen mittlerweile. 4 Gold, Notiz des Assassinen. Ein Rubin, schwaches Gift, ein Stahlschwert. Das Stahlschwert kannst du behalten. Und der Kopf, der kullert da durch die Gegend. Ja, den brauche ich auch nicht unbedingt. Wir gehen einfach weiter. Und lassen uns davon gar nicht beirren. Ich glaube, wir müssten aber auch gleich da sein. Allzu weit kann es nicht mehr sein. Einfach dem Weg hier noch ein bisschen weiter folgen. Und die Aussicht genießen, wenn ich denn was sehen würde. Was ist denn da vorne? Eine Spinne, natürlich. Und zwei Spinnen. Ich hasse Spinnen. Das sind auch noch die ekelhaften Frostspinnen. Ekelhafte Viecher. Stellt euch mal vor hier, sowas würde es in echt geben. Und wenn man dann morgens zur Arbeit fährt, dann läuft einem so eine Spinne hier durch über den Weg hier. Alter. Das wäre sehr, sehr... ekelhaft. Oder ekelhaftig. Das neue Unwort des Jahres. Ekelhaftig. Und wir laufen schon wieder vollkommen in die falsche Richtung. Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Da müssen wir wahrscheinlich nicht hoch. Aber wenn es da hoch geht, da will ich auch mal rein hingucken. Aber da ist natürlich mal wieder gar nichts. Da vorne ist was. Da ist was. Was ist denn das? Das ist klar. Das gerade eben war wahrscheinlich das kleine Stonehenge. Und hier haben wir das Medium Stonehenge, auch Düsterhammer genannt. Okay, wir sind ja völlig von der Richtung abgekommen. Ich sehe aber da oben auf meinem, ja, ich sag jetzt einfach mal Radar dazu, da sind jede Menge Feinde drin. Und da schießt auch schon jemand mit Pfeilen auf mich. Wir hauen jetzt mal besser schnell ab, gehen direkt Richtung Süden und holen mal das Schwert raus. Obwohl, das ist nur so ein kleiner Fuchs, der wird uns nichts tun. Füchse sind alles liebe Kerlchen. Hallo, wer schießt denn da? Von der Entfernung hier, die Schweine. Hätte ich das gewusst, wäre ich da reingerannt. Und hätte sie platt gemacht. Ah, wir müssen viel weiter rüber, ey. Das gibt's doch nicht. Komm, jetzt leck's mich am Arsch. Wir rennen da jetzt einfach vorbei. Und da wird er hoffentlich auch aufhören, mit seinen beschissenen Pfeilen zu schießen. So, das sieht doch gut aus hier, oder? Festung Dunstadt entdeckt. Jawohl. Und da sind auch keine Feinde. Da sind hier... Sieht ein bisschen ausgestorben aus. Ach wohl. Weibchen voraus. Pack dein Messer weg. Warum ist die böse? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Sie schießt mit Pfeilen auf mich. Ist doch scheiße. Warum sind die jetzt böse auf mich? Mann, ich will die doch gar nicht töten. So ein brutaler Kerl bin ich doch gar nicht. Naja, zumindest haben wir es jetzt auf der Karte entdeckt und wir können jetzt hier wieder einen Abflug machen. Ein bisschen nach Norden und dann, was hatte ich gesagt, nach Osten, genau. Sollte ja kein Problem sein. Und da ist die halbe Folge auch schon wieder fast vorbei. Und wir sind noch nicht mal annähernd am Ziel angekommen, aber so ist es halt. So, da oben schießen sie wieder mit Pfeilen auf uns. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber der Weg...
Die Richtung ist korrekt. Wir müssen da einfach vorbeilaufen, jawohl. Ich kann ja auch vorbei schreien. So, jetzt sind wir vorbeigeschreit. So, jetzt geht's hier lang oder da lang? Das ist hier die Frage. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, wir müssen da lang. Sehr schön. Oh, dann müssen wir da runter hier. Tja, die Schneelandschaft bleibt. Das Wetter ist momentan saugeil. Übrigens auch bei uns hier zu Hause. Beziehungsweise natürlich nicht in meinem Zimmer. Aber vor der Tür. Die Hitze hat wieder zugeschlagen. So. Ach, ich halte immer die Taste gedrückt. Aber wir sind direkt davor. Da müssen irgendwo die Banditen sein. Und wir sollen ja den Anführer, vor allem den Anführer, platt machen. Wir haben schon irgendwie geschaffen. Beziehungsweise, ich könnte auch mal eins tun, und zwar speichern. Besser ist das. So, da in diesem Turm, da ist bestimmt das Lager. Oder geht's da unten rein? Nee. Sieht nur so aus. So, dann zücken wir schon mal unser Schwert. Und jetzt gibt's auf die Fresse, Leute. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich sehe doch, da ist ein Feind. Da kommen wahrscheinlich noch mehr Feinde. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ach, jetzt komm ich da nicht hoch, ey. Du bist so schlecht. Die halten gar nichts aus, die Kerle. Schneespitzenlager entdeckt, jawohl. Und wir müssen da wahrscheinlich hoch. Bis der nächste Feind ankommt. Aber ich sehe auch momentan keinen auf der Karte. Das müssen wir alles noch durchsuchen, was hier rumliegt. Ich wollte jetzt erstmal meine Mission erledigen und den Anführer vernichten. Da ist er schon. Der kopflose Anführer. Das ging aber schnell. Lass dir von Malur Seelot das Kopfgeld geben. Okay. Zwei Diebe. Och, wie der da kniet, ey. Das ist ja schon so ein bisschen ekelhaft. Eisenstreitaxt des Eises. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Die Stahlrüstung. Ach, das ist doch alles schon wieder Crap. Das ist alles schon wieder schlechter wie das, was wir haben. Hier haben wir noch ein paar Pfeile. Eisenpfeile, die können wir auch mal mitnehmen. Boah, da habe ich schon eben schon gedacht, da wäre irgendein Tier. Dabei ist es nur diese komische Fahne oder Flagge, die da weht. Gibt es hier denn sonst noch was? Fast ein grüner, vier grüne Äpfel. Ja, Äpfel sollen ja sehr gesund sein. Karotten übrigens auch. Nur bei dem Verzehr von zu viel Karotten soll man dann doch irgendwie leicht gelb werden, habe ich mal gehört. Ich habe noch nie zu viel Karotten gegessen, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber gehört habe ich das auf jeden Fall. So, Geldbeutel nehmen wir auch mit. Die Silberbarren, jawoll. Und die Truhe, die werden wir jetzt hier hacken. Ja, wahrscheinlich werden wir das Einzige, was wir machen, ist wahrscheinlich den Dietrich kaputt machen. So, hier weiter rüber. Noch weiter rüber. Jawohl. Ohne den Dietrich zu zerstören. Naja, unser Lohn ist bescheiden. Sehr, sehr bescheiden mit 42 Goldstücken. Das geht auch besser. Moment, liegt da was? Nee, da liegt nichts. Gibt's da außen noch was? Nicht, dass ich schon wieder was übersehe. Ich übersehe ja ständig irgendwas. Da noch was? Nee. Nur noch die eine Leiche von den Banditen hier. Ja gut, das kann man alles behalten. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal. Verschiedenes. Lass dir von Malur Seelot das Kopfgeld geben. Schauen wir noch gerade mal, wo der ist. Aber der wird wahrscheinlich in dieser Kneipe sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Wirt war. Keine Ahnung. Beziehungsweise, ich muss unsere Karten nochmal aufmachen. Wir können ja per Schnellreise dahin reisen. Also werden wir das auch tun. So, und dann geht's zurück. Und ich gucke jetzt mal, ob der Wirt so hieß. Bin mir da nicht mehr sicher. Aber wenn nicht, ist auch völlig egal, denn der ist ja auf der Karte eingezeichnet. Da steht er doch schon. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Meine Aufgabe ist es, mir das Kopfgeld zu geben. In der Akademie. Wahrscheinlich denkt das jeder, weil ich ein Dunmer bin. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir gleich mal, ob der uns vielleicht eine neue Quest gibt. Ich
Nichts. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Der Jarl glaubt, ich hätte Verbindungen zur Akademie und schont mich daher. Möchtet ihr mir vielleicht dabei helfen, den Schein zu wahren? Der alte Nelaka bewahrt einen Zauberstab in seinem Zimmer im frostigen Feuer auf. Der Stab wäre eine hilfreiche Requisite, falls der Jarl sich fragt, ob ich tatsächlich Kontakt zur Akademie habe. Ja, da ist die nächste Quest. Komm, mach mal einfach. Danke. Ich werde darauf warten. Passt auf euch auf. Zeit zum Reden. Stielstab der arkanen Macht für Malur Zelot. Das meine ich ernst. Was ist das für einer hier? Flüchtling, der braucht wohl eins auf die Nase. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtige Entscheidung war, wenn wir das hier machen. Aber ich kann ja nochmal gucken hier, ob die Quest aktiviert ist. Und beziehungsweise, wo wir da hin müssen. Ich tue sie erstmal wieder aktivieren. So, gucken wir mal, wo das ist. Ach, das ist ja gleich hier in der Nähe. Mal gucken, das ist da drin. Ach, in dieser Taverne sollen wir das Ding klauen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ohne dass uns das ganze Dorf... Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Ja, ja, geh weiter, meine liebe Birne. Ohne dass uns das ganze Dorf dann hinterher auf den Fersen ist. Und ich würde sagen, wir testen das einfach mal, und zwar in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann.